Küsten eines Landes sind offene Grenzen. Offen für Handel und Tourismus, aber auch für Verbrechen. Um die Sicherheit auf dem Meer zu wahren, haben sich die Bundespolizei, der Zoll und andere Behörden zu einer Polizei auf See zusammengeschlossen. Sie sind die Küstenwache. Ist jetzt schon der 12. Tag ohne Zigarre. Und weißt du was? Mir fehlt nichts. Na wirklich? Ich fühle mich fit wie ein Turnschuh. Wie heißt es so schön? Ohne Qualm und Nikotin macht das Leben Doppelsinn. Du und deine Nichtraucherfibel. Ja, man muss dran glauben. Hallo Polizist. Da bin ich wieder. Wie geht's denn so? Ich denke nicht, dass Sie das was angeht. Warum so unfreundlich? Ich hab was für dich. Ein Geschenk. Da, nimm. Ich brauch's nicht mehr. Ich hatte genug Zeit, es zu lesen. Mehrfach. Was soll das? Ich dachte, wir könnten uns mal unterhalten. Ganz in Ruhe beim Bier. Wie wär's denn heute Abend? Ich lade dich ein. Ich wüsste nicht, warum ich mich ausgerechnet mit Ihnen unterhalten sollte. Jetzt verschwinden Sie hier. Sie haben auf dem Gelände nichts zu suchen. Wie du willst. Falls du dir es noch anders überlegst. Meine Telefonnummer steht ganz vorne in dem Buch. Wir sehen uns. Was war denn das für ein komischer Vogel? Vergiss es. Alte Geschichte. Moin. Moin, moin. Ah, und? Standhaft wie ein Fels in der Brandung. Na also. Wolfgang, lass mal riechen. Morgen. Und? Wie stehen die Wetten? Ja, den Fuffi ist noch bald los. Ne, Wolfgang? Klar. Die Rückfallgefahr ist höher, als du denkst. Gerade du solltest mich unterstützen als Mediziner. Stimmt, aber die Statistik ist auf meiner Seite. Nimm's nicht persönlich, Wolfgang. Laura, Sie denken doch daran, dass heute Liefertag ist, oder? Hab's nicht vergessen. Na dann. So, das sind die letzten Kisten. Ich hab sie schon beschriftet. Das Gemüse in die Kombüse, die Flaschen in die Messe. Schnell. Das nächste Mal keine Kekse mehr. Die alte Dose ist noch halb voll. Schönes Schiff. Sind Sie hier der Kapitän? Was machen Sie denn hier? Unbefugten ist der Zutritt verboten. Oh, das tut mir leid, das wusste ich nicht. Schranke war offen. Ich wollte mir nur mal den Kahn anschauen. Das muss toll sein, damit zu fahren. Ja, das hat was.
Wann laufen Sie denn das nächste Mal aus? Ich würde gerne ein Foto schießen. Also von außerhalb natürlich. Übermorgen gegen 10. Aber gehen Sie doch rüber auf die Seebrücke. Da hat man den besten Blick. So, jetzt muss ich Sie bitten, das Gelände zu verlassen. Alles klar. Nichts für ungut. Und danke für den Tipp. Ich brauche Informationen über einen Inhaftierten. Robert Keith, JVA Fuhlsbüttel. Ist ordnungsgemäß entlassen worden? Ja, danke. Das hier. Könnt ihr mir eine Akte rüberschicken? Robert Keith. Schönen Morgen. Morgen. Wollten Sie schon zu mir? Ein Schluck am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Ah, warten Sie, ich mach das. Solche Gäste wollen öfter. Mein Wundermittel. Jeden Tag ein Spruch. Und das funktioniert? Ja, klar. Weißt du, wenn ich mal so eine richtige Lust auf eine Zigarre habe, dann nehme ich mir das Buch und lese mir so einen Spruch vor. Pass mal auf, der ist gut. Alkohol und Nikotin rafft die halbe Menschheit hin. Doch ohne Schnaps und ohne Rauch stirbt die andere Hälfte auch. Hat die Akte jemand bestellt? Kam gerade mit der Hauspost. Sag mal. Den habe ich doch gerade am Hafen gesehen. Das ist für mich. Keith war unten am Hafen? Ja. Meine aktive Zeit, die ist ja nur schon ein bisschen her. Aber so eine Kneipe, die kann so aufregend sein wie das Meer. Abgründe gibt's hier wie dort. Aber Sie vermissen doch bestimmt die alten Kollegen. Auf die eine oder andere Nase kann ich gut verzichten. Und die Netten, die kommen sowieso her. Dann haben Sie wahrscheinlich auch noch Kontakt zu Kapitän Ehlers. Klar. Woher kennen Sie den? Wir sind uns mal begegnet bei einem Fall. Guter Mann. Ja. Seine Freunde, die mochte ich auch. Wie heißt die gleich noch? Maya. Maya, genau. Attraktive Frau. Wenn Robert Keith hier noch mal irgendwo auftaucht, dann will ich das auf der Stelle wissen. Der Mann saß 15 Jahre wegen Totschlags. Und dann kommt er zu Ihnen. Warum? Ich war bei seiner Festnahme dabei. Sie meinen, er will sich rächen? Ich habe keine Ahnung. Aber eins sollten Sie wissen. Der Mann ist gerissen und gefährlich. Ein Gewalttäter, ohne jegliche Skrupel. Ich hatte nicht den Eindruck. Dann hat Ihr Eindruck Sie getäuscht. Trauen Sie ihm nicht. Darf ich mir was zeigen? Ich hab's gewusst. Ich hab's die ganze Zeit über gewusst. Sie wollen mir was verkaufen. Nee. Mein Staubsauger, der funktioniert noch. Ihre Tochter. Hübsches Mädchen. Wie heißt sie denn? Sandra. Ist die nicht... Gott, mir fällt nie das richtige Wort ein. Gibt's wohl einfach nicht. Lass uns anstoßen auf mein Mädchen. Was geht auf mich? Was wollen Sie trinken? Nichts, danke.
Ich mach die Kneipe jetzt zu. Wieso denn? Kommen Sie ein noch. Muss ich mich rausschmeißen? Ich hätte jetzt eh zugemacht. Ah ja. Ja. Das hätten Sie sicher. Was soll das, Kalt? Sie wissen, dass Sie dieses Gelände nicht betreten dürfen. Lassen Sie mich in Ruhe, oder ich bringe Sie dahin, wo Sie hergekommen sind. Ja, richtig. Das hast du ja schon mal gemacht. Mein Leben zerstört. Mit einem einzigen Satz. Aber wie heißt es so schön? Wer vor Gericht falsch aussagt als Zeuge, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren bestraft. Paragraph 153, Strafgesetzbuch. Ich warne Sie. Machen Sie keinen Fehler. Ich doch nicht. Ich habe alles gelesen und gelernt, um keine Fehler mehr zu machen. 15 Jahre sind eine lange Zeit. Inzwischen kenne ich mich aus mit dem Strafgesetz. Für die Fehler bist du jetzt zuständig, Polizist. Kalt ist wieder draußen. Robert Kalt? Der Mann, der nach der Scheidung seine Frau getötet hat. Tja, ich erinnere mich. Waren Sie nicht damals beim Zugriff mit dabei? Der Mann ist gefährlich. Taucht überall auf. Hat sich schon mehrfach hier aufs Gelände geschlichen. War er Sie bedroht? Nein. Seine Strafe ordnungsgemäß abgesessen und ist ohne Auflagen entlassen worden. Ich habe keine Handhabe gegen ihn. Tja. Da muss immer erst der Blitz einschlagen, bevor die Feuerwehr kommt. Was ist denn eigentlich mit dem Kind passiert? Ist damals von Pflegeeltern aufgenommen worden. Lebt unter neuem Namen in Kiel. Das nimmt dich ganz schön mit, was? Mensch, Holger, lass dich von dem Kerl nicht fertig machen. Das ist genau das, was er will. Ignorieren einfach. Dann hört er früher oder später von ganz alleine auf. Der hört nicht auf. Nicht Kalt. Der hat auch damals nicht aufgehört. Der hört erst auf, wenn er gekriegt hat, was er will. Und was glaubst du, was er will? Auf jeden Fall nichts Gutes.
Sandra, schön, dass Sie gleich kommen konnten. Ich bitte Sie, Herr Ehlers. Ihr Kleiner wird ja immer größer. Wenn das so weitergeht, kann ich ihn bald in der Basketballmannschaft anmelden. Sandra, ich muss Ihnen etwas sagen. Ihr Vater ist vor 3 Tagen aus dem Gefängnis entlassen worden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er Sie sehen will. Er wird versuchen, Sie zu finden. Ich kann das nicht. Nicht jetzt. Vielleicht irgendwann. Er weiß doch nicht, wo ich bin. Nein. Das darf er auch nicht. Ohne Ihr Einverständnis wird er es nie erfahren. Naja. Entschuldige. Ich musste ganz überraschend nach Kiel. Tag, Herr Ehlers. Tag, Herr Schneidewind. Setz dich und bestell dir erstmal was zu trinken. Ich lade dich ein. Ich habe heute meinen Steuerbescheid bekommen. Stell dir vor, ich krieg fast 3.000 Euro zurück. Glückwunsch. Herr Schneidewind, auch so einen Rotwein, bitte. Gerne. Und dann habe ich vorhin beim Joggen noch einen total netten Freund von dir getroffen. Ein Freund von mir? Wie sah er aus? So meine Größe und eine Glatze? Genau. Ich soll dich schön von ihm grüßen. Robert. Ach, Kalt. Das ist kein Freund von mir, Maya. Falls er noch mal auftaucht, bitte ruf mich sofort an, ja? Was ist denn los? Was ist denn mit dem? Ich möchte nur nicht, dass du dich mit ihm unterhältst. Hm? Okay. Entschuldigst du mich kurz? Ihr Rotwein, bitte. Na, Ehlers, ich will ihm ja nicht den Appetit verderben, aber da war so ein Knacki hier. So einer mit den 3 Punkten, der war nicht sauber. Der hat versucht, mich über Sie auszufragen. Und über Maya auch. Was ihm ganz offensichtlich auch gelungen ist. So, tschüss. 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 Vielen Dank noch. Schönen Abend noch. Gleichfalls. Gleichfalls. War schön mit dir. Will ich doch noch mit zu dir kommen? Ich muss morgen schon ganz früh nach Hamburg. Der Kongress beginnt schon um 8 Uhr. Ich habe manchmal meine Sachen gepackt. Und ihr lauft ja morgen früh auch schon wieder aus. Tschüss. Maya, ich möchte, dass du das hier nimmst. Nur für alle Fälle. Holger, ich kann ganz gut allein auf mich aufpassen. Maya, bitte. Okay. Beruhigt. Tschüss. Frischer Kaffee. Käffchen, Käffchen. Ach, Maya, wieder die Mailbox. Melde dich bitte. Ach, der ist auch nicht schlecht. Spruch des Tages. Wer ein Ziel kennt, wird es treffen. Nicht schlecht, was? Respekt, Herr Unterbauer. Ich dachte nicht, dass Sie das schaffen würden. Da sind Sie nicht die Einzige, Frau Berg. Nicht wahr, Norge? Kaffee. Nee, danke. Ach doch. Albatros 2 hört. Notfall bei Tonne 6, Kiel-Ostseeweg. Ein Unfall an Bord eines Motorbootes. Eine Person hat wohl eine stark blutende Kopfverletzung. Sind schon unterwegs. Hallo, Polizist. Na, kommt dir das irgendwie bekannt vor? Diesmal sind Sie zu weit gegangen, Kalt.
Sie haben den Seenotruf missbraucht. Und was willst du jetzt machen? Mir ein Bußgeld aufbrummen? Da kriege ich aber Angst. Sagen Sie nicht du zum Kapitän. Damals war noch kein Kapitän. Nur ein mieser kleiner Bulle, der sich profilieren wollte. Sie kommen drüber auf die Albatros. Wir werden Ihre Personalien aufnehmen. Wieso? Hast du meinen Namen vergessen? Los. Du machst gerade deinen ersten Fehler, Polizist. Kabelbinder. Wir haben sein Motorboot überprüft. Soweit keine Beanstandung. Handy. Reizgas. Das war's. Woher haben Sie das? Hast du wirklich geglaubt, dass sie das nötig hat? Es gibt so viele andere Möglichkeiten, meine Frau zum Weinen zu bringen. Was hast du mit ihr gemacht? Ruf sie doch an und frag sie. Das sagt sie dir bestimmt gerne selbst. Vorläufig festgenommen wegen des dringenden Tatverdachts einer Entführung. Wolfgang, wir fahren zurück nach Neustadt. Norge, informieren Sie Gruber. Die sollen ein Team zusammenstellen, um Meyer zu finden. Du machst gerade deinen zweiten Fehler, Polizist. Die Schnauze! Sie mache ich fertig. Du solltest zuhören, wenn ich rede. Siehst du, was ich an den Fingern habe? Das ist Pech. Als Seefahrer muss ich dir sicher nicht erklären, wozu man das verwendet. Zum Kalfatern. Zum Holzabdichten gegen Wasser. Oder Luft. Du hast doch sicher nichts dagegen, wenn ich mir einen Keks nehme. Und dann hätte ich gerne noch eure Waffen. Albatros 2 hört, hier ist Berg. War falscher Alarm, da hat... Frau Berg? Funkgerät aus, sofort. Albatros 2 für Einsatzzentrale, bitte kommen. Hände hoch. Frau Berg? Albatros 2 für Einsatzzentrale. Frau Berg, antworten Sie. Hallo? Alle Fessel. Los. Los! Sie nicht durchkommen. Abwarten. Wo ist meine Tochter? Ich will ihren neuen Namen und die Adresse. Sofort. Weiß ich nicht. Doch, doch. Das weißt du. Du rufst sie an und sagst ihr, dass ich ihre Mutter nicht umgebracht habe. Dass ich unschuldig bin. Und dass du einen Fehler gemacht hast. Das wird nichts ändern. Das ändert alles. Ich bekomme zurück, was ich verloren habe. Vielleicht muss ich ja noch deutlicher werden. Wenn du nicht tust, was ich sage, dann wirst du auch alles verlieren. Dein Boot ist erst der Anfang. Jetzt kommt deine Mannschaft dran. Und dann deine Frau. Und zwar genau in der Reihenfolge. Wir haben den Kontakt zu unserem Einsatzschiff verloren. Vermutlich ein Überfall.
Letzte Position? Der falsche Notruf kam von Tonne 6, Kiel, Ostseeweg. Tonne 6, Kiel, Ostseeweg. Ja, das versuchen wir ja schon die ganze Zeit. Vor 2 Stunden sind die Warnemünder nicht vor Ort. Mann. Muss doch irgendwas geben, was wir tun können. Haben Sie es nochmal übers Telefon versucht? Ja, Handy, Funk, aber niemand antwortet. Kommen Sie, ich will nochmal die Aufzeichnung hören. Ja. Damals. War falscher Alarm, da hat... Funkgerät aus, sofort. Frau Berg? Albatros 2 für Einsatzzentrale, bitte kommen. Los. Okay. Aber vorher lassen Sie meine Besatzung frei. Und sagen mir, wo Sie Maya hingeschafft haben. Nein! Zuerst rufst du meine Tochter an und dann bestimme ich, wie sie weitergeht. Hallo? Fehler Nummer 3, Polizist. Nein! Wenn Wirklichkeit hinter der Sache steckt, dann müssen wir mit dem Schlimmsten rechnen. Elas hat es geahnt. Herr Gruber? Eine Videonachricht von Kapitän Elas. Nicht wahr sein. Es gibt dir 5 Minuten. 5 Minuten, um dir das anders zu überlegen. Das ist eine Menge Zeit. Und eine Menge Atemluft, die deiner Freundin fehlen wird. Er will, dass ich seine Tochter anrufe. Und? Ich habe die Videonachricht an Krüger geschickt. Holger, ich weiß nicht, das hört sich vielleicht blöd an, aber vielleicht sollten wir auf die Forderung eingehen. Weißt du, wie gern ich das würde? Er macht trotzdem weiter. Weil es ihm gar nicht um seine Tochter geht. Es geht ihm um mich. Wie lange kann Maya in der Kiste überleben? Kommt auf die Größe der Kiste an, wie viel Luft sie verbraucht. Wie lange? Stunden? Tage? Ja, Stunden. Hoffentlich finden Gruber und Krüger sie. Sobald Maya in Sicherheit ist, können wir ihn ausschalten. Wir brauchen irgendeine Möglichkeit, um mit ihnen in Kontakt zu treten. Holger? Das wäre ein Versuch wert. Tempo, vorwärts! Stopp! Und halt! Halt, darf ich was sagen? Nur zu. Ich bin davon überzeugt, dass Sie Ihre Tochter wirklich lieben. Aber das ist jetzt nicht die richtige Art, ihr das zu zeigen. Was verstehen Sie schon davon? Haben Sie Kinder? Nein. Aber ich glaube, Sie haben sich hier in was verrannt. Sie wollen was wieder gut machen, aber so machen Sie es nur noch schlimmer. Nehmen Sie sich Ihr Mitgefühl für später auf. Sie werden das noch brauchen. Kalt, wenn Sie aufgeben, dann können Sie Ihre Tochter vielleicht eines Tages wiedersehen. Eines Tages? Ich habe Jahre auf diesen Augenblick gewartet heute. Länger warte ich nicht. Raus hier! Los, vorwärts! Raus hier! Nach vorne! Läuft! Haben Sie schon was rausgekriegt?
Leider noch nicht. Das sind ja Morsezeichen. Papier und Stift. Schnell! Ich hoffe, Sie kapieren das auch. Das werden Sie schon. Mitkommen, alle! Los, raus hier! Komm, 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 Tempo! Da kommt nichts mehr. Erstens Savem. Zweitens STGB. Savem, save me. Save me, Maya. Ja, das könnte sein. Aber STGP. Strafgesetzbuch? Ach, Mikro, ja. Wo könnte Kite Maya gefangen halten? Also das kann ja überall sein. Ich hab da vielleicht was. Ich bin mir nicht sicher, aber so ein Geräusch im Hintergrund. Ja. Also ich höre nichts. Wasser? Es klingt wie Wellen, die gegen den Boot rumschlagen. Vielleicht ist sie auf einem Schiff. Schiff? Kite hatte damals eine Yacht. Moment. Hier, Segeljacht Splendid, Windracer 37, Baujahr 84. Jetzt müssen wir nur noch alle Häfen durchtelefonieren. Ganz genau, Sie fangen bei A an, ich bei Z. Da vorne, alle da vorne, Tempo, Tempo! Los! Hier, eine Reihe aufstellen. Lass, mach! Ihr denkt, euer Kapitän ist ein guter Polizist? Ein ehrenwerter Mann? Falsch! Lügner ist er! Wer als Amtsträger absichtlich oder wissentlich einen Unschuldigen strafrechtlich verfolgt oder auf eine solche Verfolgung hinwirkt, der wird bestraft! Aber nicht er wurde bestraft, sondern ich. Natürlich den Polizisten! Euer Kapitän hat einen Unschuldigen ins Gefängnis gebracht, hat seine Familie zerstört und ihm die Tochter weggenommen. Und das wird er jetzt sagen, dass er einen Fehler gemacht hat. Ihr Polizist. Und diesmal keine Tricks, sonst stirbt sie. Ja, sind Sie absolut sicher? Ja, danke.
Ja, Krüger Küstenmacher. Liegt bei Ihnen eine Yacht namens Splendid? Ja, tun Sie das. Haben Sie? Splendid, sicher. Auf welchem Liegeplatz? Hallo? Hallo Sandra, hier ist Kapitän Ehlers. Ja? Ihr Vater ist auch hier. Ich soll Ihnen sagen, dass ich damals gelogen habe. Ich fürchte, das müssen Sie ihm selbst sagen. Hallo, Sandra. Sandra, hier ist dein Papa, dein Vater. Hast du gehört, was er gesagt hat? Wo bist du denn? Ich würde dich so gerne sehen, Mädchen. Er hat aufgelegt. Hören Sie, Kalt. Was hast du mit meiner Tochter gemacht? Dafür wirst du büßen. Mich zum Mörder gemacht. Jetzt mache ich dasselbe mit dir. Ausgleichende Gerechtigkeit. Los! Erschieß sie! Los! Kalt, bitte. Hören Sie auf, das können Sie nicht machen. Und ob ich das könne? Und er kann das auch. Unschuldige zu opfern war noch nie ein Problem für ihn. Los! Los. So bekommen Sie Ihre Tochter auch nicht zurück. Eins! Zwei! Und schießen! Halt! Nehmen Sie mich. Warum? Was soll das? Es macht doch keinen Unterschied für Sie. Nehmen Sie mich. Gut, mir egal. Scheißegal, früher oder später kommt der eh alle dran. Also los! Haben Sie die Splendid gefunden? Nein, an Ihrem Liegeplatz ist sie nicht. Und auch sonst an keinem. Herrgott, Krüger. Beeilen Sie sich. Ja, mach ich doch. Zweitens ist die GB. Mensch, Krüger. Jetzt weiß ich, wie wir ihr das ein Zeichen geben sollen. Moment mal. Ich glaube, ich hab sie. Diesmal zähle ich nicht mehr! Bist du soweit? Bring's hinter dich. Los. Oh,
Dauerpolizist. Willkommen im Club der unschuldigen Mörder. Wer ist der Nächste? Das war dein größter Fehler, Polizist. Du hast gerade deine Frau umgebracht. Irrtum kalt. Diesmal hast du den Fehler gemacht. Der Anruf war für mich. Frau Liefen! Ich hole sie hier raus. Achtung! Kapitän? Treffen sollen. Dann wäre das alles nicht passiert. Es tut mir so leid. Es war nicht Ihre Schuld, Sandra. Es passieren ihm Dinge, die wir nicht wollen. Aber irgendwann kommt er doch wieder frei. Darüber sollten Sie sich jetzt keine Gedanken machen. Kümmern Sie sich um Ihren kleinen Basketballer. Versuchen Sie nicht daran zu denken. Ja, schon. Vielleicht werde ich ihn irgendwann mal im Gefängnis besuchen. Nicht heute, meine ich. Irgendwann. Ihm seinen Enkel zeigen. Mit ihm reden. Aber Sie müssen das nicht, Sandra. Aber vielleicht möchte ich das. Vielleicht bin ich dann stark genug. Es wäre so schön, eine eigene Familie zu haben. Soweit dies möglich ist. Warum nicht? Alles ist möglich. Alles. Das sind die letzten Kisten, ich habe sie schon beschriftet. Das Gemüse in die Kombüse, die Flaschen in die Messe. Schnell. Das nächste Mal keine Kekse mehr. Die alte Dose ist noch halb voll. Schönes Schiff. Sind Sie hier der Kapitän? Was machen Sie denn hier? Unbefugten ist der Zutritt verboten. Oh, das tut mir leid, das wusste ich nicht. Schranke war offen. Ich wollte mir nur mal den Kahn anschauen. Das muss toll sein, damit zu fahren. Ja, das hat was. Wann laufen Sie denn das nächste Mal aus? Ich würde gerne noch ein Foto schießen. Also von außerhalb natürlich. Übermorgen gegen 10. Aber gehen Sie doch rüber auf die Seebrücke. Da hat man den besten Blick. So, jetzt muss ich Sie bitten, das Gelände zu verlassen. Alles klar. Nichts für ungut. Und danke für den Tipp. Ich brauche Informationen über einen Inhaftierten. Robert Keit, JVA Fuhlsbüttel. Was soll das? Ich dachte, wir könnten uns mal unterhalten. Ganz in Ruhe beim Bier. Wie wär's denn heute Abend? Ich lade dich ein. Ich wüsste nicht, warum ich mich ausgerechnet mit Ihnen unterhalten sollte. Jetzt verschwinden Sie hier. Sie haben auf dem Gelände nichts zu suchen. Wie du willst, falls du dir es noch anders überlegst. Meine Telefonnummer steht ganz vorne in dem Buch. Wir sehen uns.
war denn das für ein komischer Vogel? Vergiss es. Alte Geschichte. Moin. Moin, moin. Ah, und? Standhaft wie ein Fels in der Brandung. Na also. Wolfgang, lass mal riechen. Morgen. Und? Wie stehen die Wetten? Ja, den Fuffi ist noch bald los. Ne, Wolfgang? Klar. Die Rückfallgefahr ist höher, als du denkst. Gerade du solltest mich unterstützen, als Mediziner. Stimmt, aber die Statistik ist auf meiner Seite. Nimm's nicht persönlich, Wolfgang. Lauge, Sie denken doch daran, dass heute Liefertag ist, oder? Hab's nicht vergessen. Na dann. Die Küsten eines Landes sind offene Grenzen. Offen für Handel und Tourismus, aber auch für Verbrechen. Um die Sicherheit auf dem Meer zu wahren, haben sich die Bundespolizei, der Zoll und andere Behörden zu einer Polizei auf See zusammengeschlossen. Sie sind die Küstenwache. Ordnungsgemäß entlassen. Ja, danke. Elas hier. Könnt ihr mir eine Akte rüberschicken? Robert Keith. Schönen Morgen. Morgen. Wollten Sie schon zu mir? Ein Schluck am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Ah, warten Sie, ich mach das. Deutsche Gäste wollen öfter. Ein Wundermittel. Jeden Tag ein Spruch. Und das funktioniert? Ja, klar. Weißt du, wenn ich mal so eine richtige Lust auf eine Zigarre habe, dann nehme ich mir das Buch und lese mir so einen Spruch vor. Pass mal auf. Das ist jetzt schon der 12. Tag ohne Zigarre. Weißt du was? Mir fehlt nichts. Na wirklich? Ich fühle mich fit wie ein Turnschuh. Wie heißt es so schön? Ohne Qualm und Nikotin macht das Leben doppelt Sinn. Du und deine Nichtraucherfibel. Ja, man muss dran glauben. Hallo, Polizist. Da bin ich wieder. Wie geht's denn so? Ich denke nicht, dass Sie das was angeht. Warum so unfreundlich? Ich hab was für dich. Ein Geschenk. Ja, nimm. Ich brauch's nicht mehr. Ich hatte genug Zeit, es zu lesen. Mehrfach.